Hallo und herzlich willkommen an diesem regnerischen Tag in On the Road. Hier ist Peru und du schaust Peru Plays mit einem Tutorial zu On the Road, hier in diesem Fall auf PS4. Und mit ein paar kleinen, aber feinen Tipps möchte ich euch helfen, ganz schnell hier durchzustarten in dem Spiel. Und da fangen wir gleich mal an in einer der wichtigsten Optionen, nämlich den Optionen. Nämlich die Einstellung ist schon die halbe Miete. Schauen wir mal rein. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Also für mich jedenfalls zwei, nämlich entweder mit Motion Controller oder mit einem Lenkrad. Es gibt tatsächlich Leute, die das Ganze auch gerne mit Tastatur und Maus spielen. Das kann man tatsächlich machen, wenn ihr eine PS4-taugliche Tastatur habt und Maus könntet ihr anschließen und damit tatsächlich auch dieses Spiel spielen. Ich sehe da nur zwei Vorteile, nämlich einmal die Zoom-Funktion innerhalb des Cockpits. Also ihr könnt dann gewisse Elemente ranzoomen und ihr könnt euch schneller mit dem Kopf links, rechts im Cockpit drehen, was natürlich toll ist an der Kreuzung. Ihr habt ja einen schnelleren und besseren Überblick. Das sind aber die beiden einzigen Gründe und deshalb verwende ich es nicht. Wenn euch das interessiert und ihr die Tastenbelegung haben wollt, bitteschön, ich lege euch einen Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wir kommen jetzt erstmal zum Motion Controller. Und wie gesagt, diese Einstellungen sind nur Empfehlungen von mir. Wie das für euch persönlich am besten funktioniert, das müsst ihr natürlich für euch selber austesten. Aber ich empfehle, beim Motion Controller die Geschwindigkeitsdämpfung einzustellen und zwar auf 1. Ja? Damit ihr also dementsprechend auch ja, sofort eine Reaktion habt, wenn ihr den Stick bewegt, dass dann auch die Lenkung gleich mitgeht. Wenn ihr ein Lenkrad, wie zum Beispiel das Logitech G29 benutzt, so wie ich, dann die Geschwindigkeitsdämpfung komplett auf Null stellen. Und ja, so habe ich auf jeden Fall das beste Fahrgefühl mit der größten Sensitivität des Steuers. Genau, wenn ihr das Ganze eingestellt habt, natürlich auf Akzeptieren und rubbel die Katz, das war schon. Und damit seid ihr eigentlich schon fertig für den Einstieg ins Spiel und damit kommen wir zum nächsten Punkt. So, bevor man losfahren kann, gibt es natürlich einiges zu beachten. Ne? Da kommt die Frage aller Fragen, wie kriege ich die Kiste eigentlich zum Laufen? Nicht, weil diese sogenannten, ich sage jetzt mal sogenannten Tutorial-Einblendungen, finde ich jetzt nicht so optimal gemacht. Sie erklären nämlich nichts. Sie zeigen nur, sie erklären nicht. Und wir starten jetzt ganz einfach mal unseren Truck. Jetzt sehen wir hier unten links auch die Tutorial-Anzeige. Zündstufe hoch. Jetzt sehen wir zwar das Kreuz, aber nicht, wohin wir drücken sollen. Ja gut, eigentlich ist es egal. Ich drücke immer nach oben. So, jetzt gehen wir mal auf Fahrzeugstart. So, und jetzt Zündstufe erhöhen. Da drücke ich einfach das Kreuz, bis ich höre, dass der Motor läuft. So, und ja, da läuft die Kiste schon. Zündstufe verringern. Ich glaube, er erklärt sich von selbst. Das heißt dann, ja, eigentlich wieder ausschalten. Nicht mehr und nicht weniger. Ganz elementar und das Wichtigste, bevor ihr irgendwo hinfahren könnt, das ist das sogenannte EU-Kontrollgerät. Das seht ihr hier oben, beziehungsweise ihr seht es jetzt nicht so toll, weil wir Nacht haben und das Ding nicht beleuchtet ist. Deshalb mache ich jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen Armaturenlicht an. So, da oben seht ihr das. Das EU-Kontrollgerät, das ist sozusagen der Fahrtenschreiber heutzutage. Hätte man auch schreiben können, aber es heißt eben heute EU-Kontrollgerät. Und da müsst ihr euch abmelden. Das EU-Kontrollgerät kennt zwei Zeiten, nämlich einmal die Fahrzeit und einmal die Ruhezeit. So, vor dem Start mit dem Truck ist das Ganze auf Ruhezeit eingestellt. Das heißt für euch, ihr müsst euch anmelden, ich fahre jetzt los. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr geht im Fahrzeugstart zuerst auf EU-Kontrollgerät, Karte rein, raus. Gut, jetzt ist sie natürlich draußen. Mit Kreuz führen wir sie sozusagen ein. Dann EU-Kontrollgerät Modus ändern. Das ist das, was ich eben sagte. Wir sind jetzt noch im Ruhemodus. Jetzt müssen wir in den Fahrmodus. Das schalten wir um mit X. So, und dann Nummer 3, EU-Kontrollgerät Modus akzeptieren. Das ist sozusagen Enter, ne? Also bestätigen. So, und damit habt ihr euch im Fahrtenschreiber angemeldet und jetzt sollte auch der Fahrtenschreiber auf den Fahrtmodus gewechselt sein und ihr könnt losfahren. So, aber da wir gerade beim Fahrzeugstart drinne sind, bleiben wir auch kurz drinne. Hier gibt es noch zwei Funktionen, die ihr kennen solltet. Das ist einmal hier On-Screen Navi On-Off, das also das hat, dass ihr jetzt hier rechts seht. Ja? Das könnt ihr hier jetzt also ausschalten. Dann habt ihr nur noch das Navi, das ihr auch hier jetzt im Bild seht.
ist also deutlich kleiner und hat noch einen weiteren entscheidenden Nachteil. Also eigentlich sogar zwei. A, ihr seht nicht mehr wirklich gut euren aktuellen Tankstand und ihr seht nicht mehr die Restzeit bis zur nächsten Ruhepause. Ne? Also das ist natürlich ein Riesennachteil. Deshalb lasse ich das, ja, ungern, aber ich lasse dann immer eben halt dieses HUD mit dem größeren Navi an. Ist eben halt auch besser zu erkennen mit allem drum und dran. So, last but not least, und das ist auch ein sehr wichtiger Button, Fahrzeug zurücksetzen. Wenn ihr diesen Button drückt, und den solltet ihr wirklich nur drücken, wenn es euch wirklich voll erwischt habt, wenn ihr euch irgendwo fest verklemmt habt und ihr kommt nicht mehr raus, verkeilt mit mehreren Fahrzeugen oder sonst was, dann könnt ihr Fahrzeug zurücksetzen drücken. Der versetzt euch wieder gerade auf die Fahrbahn. Funktioniert meistens. Manchmal kann es auch sein, dass der irgendwie durch die Luft fliegt, der Truck. Ist ein kleiner Bug, kann passieren. Ich denke mal, die Jungs werden das noch korrigieren. Aber zu 99,9% aktuell landet ihr wieder auf allen vier oder sechs Rädern und dann ist das Fahrzeug aber wirklich komplett auf Null gesetzt. Das heißt, ihr müsst den Truck neu starten, also mit dem gesamten Prozedere, auch mit dem EU-Kontrollgerät, müsst ihr wieder anmelden, dass ihr wieder fahren könnt. Ne? Aber immerhin, ihr seid dann wieder auf der Straße und könnt wieder losfahren. So, und da wir auch gerade bei den Sachen sind, die wichtig sind, Licht zum Beispiel. Jetzt haben wir gerade eine Nachtsituation, es ist dunkel. Wir haben zum einen natürlich Unterlicht, den Warnblinker, da glaube ich, brauche ich nicht viel zu erklären. Scheinwerferstufen gibt es hier mehrere. Ich habe jetzt bereits die erste aktiviert. Wenn ihr die erste Stufe aktiviert, habt ihr nur die Armaturbeleuchtung und hier oben die Beleuchtung für die EU-Kontrollgeräte. Ja, mehr nicht. Wenn ihr jetzt nochmal erhöht, dann habt ihr Abblendlicht. Und dann habt ihr nochmal eine dritte Stufe, dann habt ihr das Nebel- bzw. Fernlicht. Ja, darunter habt ihr das Ganze natürlich wieder zurück. Na, jeweils eine Stufe wieder zurück. Zack, zack, und schon sind die Lichter wieder aus. So, hier habt ihr noch einen extra Nebelscheinwerfer. Was eigentlich Blödsinn ist, weil hier ist keiner drauf. Und ein Lichttest. Das sind aber jetzt die Sachen, die nicht wichtig sind. Fahrbereich, da braucht ihr eigentlich auch nichts dran einstellen. Retarder und so, das ist eigentlich alles schon voreingestellt. Ich sag mal, einfach Finger weglassen. So, was eher wichtig ist, bei diesem Wetter hier ist der Scheibenwischer. Ne? Hier auch ganz einfach im Menü Scheibenwischer, Geschwindigkeit erhöhen. Ne, sehen wir hier, gibt es mehrere Geschwindigkeiten, ich glaube drei oder vier. Und ja, reduzieren bis hin zum Ausschalten. Ist ganz einfach, ne? Das Menü hier, das öffnet ihr ja immer mit, ja, mit dem Bewegungskreuz rauf, ne? Dann geht das Ganze auf. Hier noch, und das ist jetzt ein bisschen Luxus, das müsst ihr wissen, ob ihr das machen wollt oder müsst. Hier könnt ihr euch noch den Sitz einstellen. Vor, zurück, hoch, runter, das ist ganz eurem Geschmack überlassen. Deshalb gehe ich da jetzt nicht weiter darauf ein. Auf jeden Fall, das sind die elementaren Sachen, die ihr wissen müsst, was ihr an Steuerungselementen habt, was ihr einstellen könnt und was ihr einstellen müsst. Ja, und damit geht es in das harte Geschäft des Spediteurs. Ja, und eins der elementaren, der wichtigsten Sachen für den Spediteur sind seine Angestellten, sind seine Fahrer. Und ihr könnt ab dem ersten Levelaufstieg jeweils einen Fahrer zusätzlich einstellen. Und ihr solltet das machen, sobald ihr die Gelegenheit dazu bekommt, denn die Leute bringen euch richtig Kohle in die Kasse und leveln euch mit auf. Also, sobald ihr die Möglichkeit kriegt, holt euch Angestellte. Welches, egal, das ist Geschmackssache, die haben alle die gleichen Fähigkeiten. Also, holt sie euch. Ja? So, und natürlich machen die Jungs nichts von alleine. Ne? Also dem muss man Aufträge zuteilen. Ne? Unter Logistik seht ihr eine Auflistung hier, das ist so ein Pop-up-Window. Seht ihr nicht nur euch, sondern natürlich auch eure gesamten Angestellten. Ihr seht da, wo die gerade sind und nicht nur das, ihr seht auch, welche aktuelle Route die gerade fahren. Nehmen wir zum Beispiel die gute Janine hier. Die fährt noch gar nichts. Die steht dumm rum, irgendwo in Hamburg oder Hannover. Lass mal gucken, wo die steckt. Die Janine, wo ist die Janine? Oder habe ich die nach München geschickt? Kann natürlich auch sein. So, guck mal, da unten. Da hockt sie zusammen mit dem Martin, die gute Janine. So, der können wir jetzt Aufträge zuschustern. Die steht ja wunderbar bei dieser Firma.
Innovations in München. So, jetzt ist natürlich nicht nur wichtig, dass ich den Kollegen, den Angestellten Aufträge gebe, sondern natürlich auch, dass ich eine möglichst schlaue Route plane. Na? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von München nach Hamburg fahre, sollte ich das nicht in einem Rutsch tun, sondern zum Beispiel über mehrere Stationen. Also zum Beispiel hier über Nürnberg, weiter über Kassel, Hannover und dann weiter nach Hamburg. Das nur mal so als Beispiel. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel mir hier einen Auftrag raussuchen. Natürlich auch direkt nach Hamburg. Das machen wir jetzt einfach mal spaßeshalber, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist. Wir haben hier zum Beispiel 8x leere Paletten. Die gehen zum Logistik-Hub nach Hamburg. So, hier nochmal eine kurze Beschreibung des Auftrags und einfach annehmen. So, und ihr seht jetzt, hier ist der erste Auftrag schon angezeigt. Und ein Auftrag sind immer zwei Tätigkeiten, nämlich einmal beladen und natürlich am Ziel entladen. So, und das dürft ihr nie vergessen, dass das zwei Tätigkeiten sind. Das ist gleich ganz wichtig beim Sortieren der Aufträge. Natürlich reicht ein Auftrag nie, um lukrativ zu sein für eine Tour. Ihr müsst also sehen, dass ihr eure Trucks vollkriegt. So. Das heißt, wir schauen jetzt natürlich nach weiteren Aufträgen. Mein Tipp: Schaut immer beim aktuellen Auftraggeber, Entschuldigung, wo ihr steht, dass ihr dort so viel wie möglich Aufträge zu eurem Zielort oder in Richtung eures Zielortes bekommt. Ich finde immer wenig Sinn darin, schon am Startpunkt hin und her zu flitzen, bis man überhaupt eine Ladung voll hat und dann losfahren kann. Das ist Blödsinn, finde ich. Aber ihr müsst das wissen, es ist euer Spiel, ihr müsst das entscheiden. Ja? Also, jetzt habe ich hier zum Beispiel noch eine Lieferung für Hamburg, diesmal zum Brutto-Discount in Hamburg zum Supermarkt, 7x Hundefutter. So, das packen wir jetzt mal ein. Und jetzt seht ihr, haben wir hier einen zweiten Auftrag. Jetzt seht ihr schon, vom ersten Auftrag, der ist schon jetzt geladen, da ist die Beladen-Option schon weg. Das macht aber nichts. Wichtig ist jetzt nur eins. Hier, das Beladen des zweiten Auftrags, das müsst ihr auch hochschieben, weil das muss natürlich die nächste Aktion sein. Der nächste Punkt ist, wenn ihr jetzt in Hamburg angekommen seid, ist es kürzer, wenn euer Truck erst zum Bruttomarkt fährt oder zum Logistik-Hub in Hamburg. Na, also einfach mal auf der Karte nachschauen und planen. So, jetzt schauen wir mal. Eine sehr lange Strecke. Ich hätte mal ein bisschen weiter rauszoomen sollen. Aber wir sind schon in Hannover. Die Zeit nehmen wir uns mal ganz einfach. So, also. Hier kommt er in Hamburg rein. Na, so. Jetzt gucken wir mal. Da ist der Brutto. Na, also ein bisschen weiter rechts unten. Und der Logistik-Hub, der ist da oben. Das ist dieses Blaue hier. Na? Also es macht fast Sinn, wenn wir zuerst, nee, ist eigentlich auch so, er fährt zuerst zum Logistik-Hub und dann zum Brutto. Nee, dann ist alles okay. Ne, also er fährt erst hier hoch und dann fährt er hier runter zum Brutto. Ne? So, und jetzt habt ihr eigentlich eine Tour, die logisch ist. Klar, das ist jetzt eine Mini-Tour, ne? Aber es soll ja auch nur ein Beispiel sein, wie ihr eure Aufträge sortiert. Ihr könnt jetzt hier unzählige weitere Aufträge ranpacken, raufpacken, bis euer Truck voll ist. Und das seht ihr hier übrigens an den Prozentzahlen. Na, also wir sehen hier beladen, ja, das ist aktuell, der belädt jetzt diesen Auftrag. Mit diesem Auftrag sind 28% eures Trucks voll. Wenn ich jetzt noch einen Auftrag dazu packe, wird sich diese Prozentzahl erhöhen. So habt ihr ungefähr im Blick, wie viel Spielraum ihr noch habt, um euren Truck zu beladen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr den Truck überladet und dann eventuell einen Auftrag wieder stornieren müsst. Dafür gibt es nämlich immer eine Strafgebühr. Also Augen auf bei der Tourplanung. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem praktischen Teil, nämlich dem An- und Abkoppeln von Anhängern. Es gibt natürlich hier zwei Formen von Anhängerkupplungen. Wir haben einmal natürlich die LKWs mit Kofferaufbau. Die haben, ich sag mal, eine normale Kupplung, die sehen wir hier, ne? Und dann haben wir hier natürlich hier zum Beispiel den Gigaliner-Anhänger mit einem entsprechenden Gegenstück. Wie bringen wir die ganzen Teile zusammen? Ganz einfach. Wir setzen uns jetzt einmal in unseren Truck. So.
Jetzt gehen wir mal schnell flott in die Außenansicht. Und setzen einfach nur zurück, dass sich das so gerade eben berührt. Ich muss jetzt nur mal ganz schnell hier die richtige Winkeleinstellung finden, dass wir hier so ein bisschen... So. Also ihr braucht nicht hundertprozentig dran sein, ja? Es muss eben halt aber nahe dran sein. Dann funktioniert das Ganze jetzt auch, wie ich euch das jetzt zeige. So, jetzt seht ihr auch schon, sind die beiden recht nah beieinander, der Anhänger und der LKW. So, und jetzt müssen wir rangehen, bis die Kupplung hier grün unterlegt ist. Und jetzt seht ihr hier schon, fokussiere die Kupplung, um den Anhänger anzukuppeln. Zack! Und schon springt der Anhänger in die Kupplung rein. So, und damit ist er fertig. So, Freunde, damit kommen wir zum zweiten Teil der Anhängerorgie, nämlich die Sattelaufleger. Die seht ihr hier, ihr seht schon, die müssen aufgebockt werden auf Ständern, zu denen kommen wir auch gleich, weil die natürlich mit ihrem vorderen Teil eigentlich auf unserem Truck aufliegen. Deshalb Sattelauflieger. Das heißt, wie koppeln wir an? Ganz einfach, wir sehen jetzt hier, Moment, grün unterlegt, so, da ist es, das ist unsere Kupplung. Da muss der Anhänger, der hat unten so eine Nadel, sag ich jetzt mal, nicht? Die muss in die Mitte von dieser Kupplung einrasten und mit diesem Stab, der so rechts rausragt, wird dieser, ja, Stab arretiert, festgesetzt, ja, damit der Anhänger eben halt da einrastet und auch da bleibt, wo er hin soll, auf unserem Truck. Gut, dann koppeln wir das Ganze mal an. Das heißt, einmal kurz zurückgesetzt. So, Bremse natürlich raus, ganz wichtig. Und da versuchen wir natürlich so gerade wie möglich ranzufahren. Sind wir jetzt... ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah dran, so ein bisschen... Ach, so ein bisschen Augenmaß, aber das kriegt ihr mit der Zeit automatisch, macht euch da keinen Kopf. So, jetzt kommt der eigentliche kribbelige Punkt mit den Sattelauflegern. Nämlich das Ankoppeln. Man sieht beim Sattelauflieger natürlich jetzt nicht, wo ist meine Kupplung, weil da liegt ja schon der Aufhänger drauf. Das heißt, wir müssen jetzt auf zwei Sachen achten. Entweder wir bewegen uns jetzt so ein bisschen links und rechts herum, bis unsere Kupplung grün markiert zu sehen ist. Da muss man so ein bisschen hin und her wackeln und machen und tun, bis man die richtige Optik dafür hat. Oder man geht direkt an den Hinterreifen ran und versucht den richtigen Winkel zu finden, dass man ja, ankoppeln kann. Weil dann kommt hier tatsächlich auch die Meldung, jetzt ankoppeln. So, ich habe das Ganze mit der Suche mal ein bisschen beschleunigt. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man den richtigen Punkt findet. Ja, also ihr seht jetzt hier, und das sieht man ganz schwach, seht ihr grün diesen Stift leuchten von eurer Anhängerkupplung. Wenn ihr das seht, drückt ihr Kreuz und ihr seht, euer Anhänger sitzt fest auf dem Truck. Jetzt könnt ihr aber natürlich noch nicht losfahren, denn natürlich steht der Anhänger noch auf seinen Stützen. Das heißt, Anhängerstützen müssen gehoben werden, wenn das Ganze grün leuchtet. Einfach natürlich auch hier wieder mit Kreuz bestätigen. So, und jetzt liegt der Anleger, der Anhänger auf eurem Truck auf und ihr könnt losfahren. Eine weitere Frage, die immer wieder und oft gestellt wird, ist, kann ich den Truck wechseln? Kann ich den Truck eines Angestellten fahren, den ich zum Beispiel lieber fahren möchte? Ne, zum Beispiel, ich fahre gerade einen LKW mit Kofferaufbau, möchte aber lieber einen Sattelschlepper fahren. Kann ich wechseln? Ja, könnt ihr. Einzige Voraussetzung ist, der Truck, den ihr bedienen wollt, ist genau bei euch. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr holt den Angestellten mit seinem Truck zu euch, zum Beispiel in eure Firma. Die ist ja hier mit dem grünen Häuschen gekennzeichnet. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Yannick, der fährt einen Sattelschlepper, den wir jetzt eigentlich gerne fahren würden. Das heißt, wir stellen jetzt hier die Einstellung auf Yannick, das habe ich schon gemacht. Wählen unsere Zentrale aus. So, und jetzt könnt ihr den Firmensitz als Route hinzufügen. Das heißt, der gute Yannick macht sich jetzt auf die Socken
und fährt nach Hamburg zu unserer Zentrale. Und sobald er da ist, können wir umsteigen. Jetzt warten wir einen kleinen Moment und dann steigen wir um. So, es ist mittlerweile früher Abend in Hamburg. Wir stehen hier immer noch auf unserem Betriebsgelände von Peru Logistics und von Yannick ist weit und breit noch nichts zu sehen. Und das, obwohl er auf der Karte eigentlich direkt vor bzw. neben uns stehen müsste. Was ist da passiert? Ganz einfach. Du siehst keine Fahrzeuge, die durch andere Fahrer, also deine Angestellten, besetzt sind. Sobald du einen Truck einem Angestellten zugewiesen hast, ist der für dich nicht mehr sichtbar. Also, logischerweise musst du den Yannick jetzt quasi aus dem LKW schmeißen, ihm den LKW abnehmen, damit er für dich sichtbar wird. Das heißt, hier haben wir den Yannick mit der Zugmaschine, die wir ja selber gerne benutzen möchten. Wählen die Option Fahrer aus und wechseln jetzt auf die Option None. Das heißt auf Deutsch keiner, also keiner fährt diesen Truck. So, das bestätigst du mit Auswählen. Zack. So, und wenn wir uns jetzt mal umgucken, da steht unser Gespann, das wir eben gefahren sind, mit dem Koffer, ne? So, und hier müsste jetzt irgendwo der Yannick rumstehen. Und et voilà, da ist er. Da ist der Sattelschlepper vom Yannick. Und jetzt können wir ganz einfach in den Truck einsteigen und losfahren. Und natürlich, wenn wir möchten, können wir dem Yannick dann unseren Truck natürlich mit dem Kofferaufbau, dem da hinten, zuweisen. Ganz wichtig. Noch eine Sache, die wichtig ist. Irgendwie scheint es so zu sein, dass nur ein Truck auf dem Betriebshof stehen darf. Wenn ihr also die Fahrzeuge tauscht, stellt eins an die Straße und lasst das zweite dann zu euch kommen. Das fährt dann automatisch auf dem Hof. Und wie gesagt, da könnt ihr dann umsteigen. So einfach ist das. Zwei Dinge sind in diesem Spiel elementar, auf die ihr achten müsst, weil sonst, ja, seid ihr ganz schnell auf der Verliererseite. Nämlich immer wieder tanken und schlafen. Tanken und schlafen. Prägt euch das ein, das ist super wichtig. Achtet auf eure Tankanzeige, dass ihr immer einen vollen Tank habt und achtet auf eure Pausenzeiten. Nicht, dass ihr Strafgelder bezahlen müsst oder euch abschleppen lassen müsst, weil euer Tank leer ist. Ja, und zum Schluss gibt es noch einen kleinen praktischen Tipp, nämlich den Tempomaten. Der sorgt gerade auf der Autobahn dafür, dass ihr beständig ein Tempo fahrt und nicht immer wieder nachkorrigieren müsst. Das Ganze aktiviert ihr einfach mit L3, sobald ihr die gewünschte Höchstgeschwindigkeit erreicht habt. Die ist hier angegeben mit 80 km/h. Das heißt, wir beschleunigen jetzt einmal bis 80 km/h und drücken dann die L3-Taste. Achtet gleich auf das Navigationsfeld rechts im Bildschirm. So, jetzt haben wir gleich 78 km erreicht. Ich aktiviere jetzt den Tempomat und gebe jetzt kein Gas mehr. Das macht jetzt das Fahrzeug von selbst. Jetzt braucht ihr nur noch lenken. Diese Geschwindigkeit bleibt jetzt konstant, bis ihr wieder bremst oder Gas gebt. Dann deaktiviert sich der Tempomat und ihr müsst ihn wieder neu einstellen. So einfach kann das sein. Ich hoffe, diese Tipps und Tricks haben euch ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Frage, die noch unbeantwortet geblieben ist. Dann, ja, schreibt mir einfach in die Kommentare. Und auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt es gerne auch. Oder, ja, warum nicht gleich abonnieren? Dann verpasst ihr keine Folge mehr von diesem Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß weiterhin mit On the Road. Keep on Trucking! Hey Leute, unterstützt meinen Kanal und holt eure Lieblingsgames ohne Mehrkosten bei meinem Partner Instant Gaming. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dankeschön!